Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start und wir spielen heute mal ein Level, was mir nicht derjenige explizit eingesendet hat, aber jemand anderes. Und zwar ein Level von Richie, der ja schon die Minigame Cave 1 gebaut hat und er hat jetzt tatsächlich eine weitere Minigame Cave gebaut, nämlich Nummer 2. Und wenn ich schon die erste nicht spiele, dann spiele ich immerhin die zweite, ne, würde ich sagen. Und er hat auch ganz viele andere Level gebaut. Das lädt hier jetzt alles noch. Aber man kann sich auf jeden Fall diesen Account merken. Und ja, Richie ist ja auch ein Abonnent von mir. Und ich denke mal, er wird das jetzt auch sehen. Und ja, ich will gar nicht lange drumherum reden, sondern ich fange jetzt einfach mal an. Und knapp über 8% ist die Abschlussrate. Okay. Und der Rekord bei 6 Minuten 30. Okay. Jo. Dann legen wir mal los. Derjenige, der mir das eingesendet hat, der hat geschrieben, dass er 25 Minuten gebraucht hat. Von daher habe ich ein bisschen Angst, ob ich das schaffe oder nicht. Ich hoffe, ich brauche nicht ganz so lang. So, was muss ich hier machen? Ich brauche das Feuer irgendwie. Feuer, Feuer, Feuer. Hä, komme ich da ran? Ich weiß nicht. Geht das? Weil anders... Viel großartig anderes kann ich es ja nicht machen. Ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Eventuell reicht es ganz, ganz knapp. Ja, in der Tat, die Bombe explodiert. Okay. Und das muss ich jetzt ein paar Mal machen, oder? Fünfmal oder viermal. Na gut, dann machen wir das mal. So, wo muss ich denn losspringen, wenn ich die Flamme entzünden will? Ich glaube, kurz bevor sie wieder umdreht, ne? Jawohl. Genau. Verdammt. So, hier. Hä? Warum hat das nicht gereicht? Okay. Anscheinend ist das Timing doch etwas anders. Vielleicht noch ein bisschen weiter? Ja, ja, ja. Okay. Oh mein Gott, warum muss man das fünfmal machen? Okay, vielleicht doch ein bisschen weiter zurück? Nee, ein bisschen weiter vor. Okay. So. Jawohl. Geht doch. So. Die Idee ist auf jeden Fall cool. Allerdings muss man das wirklich fünfmal machen? Nee, das hätte man durchaus auf eine andere Zahl beschränken können. So, jetzt konzentriere ich mich mal wieder. Und zwar hier. Jawohl. Und aktuell sieht es tatsächlich so aus, als ob ich auch 25 Minuten brauchen würde. Aber ich hoffe doch nicht. So, aber 100 Sekunden sind schon weg, wenn ich richtig geguckt habe. Und da gönne ich mir mal den Helm. Und ich glaube, ich muss den da reinballern. Jawohl. Und ich habe nichts bekommen. Warum nicht? Ach nee, muss ich das jetzt auch fünfmal machen? Ach Mann. Ja, also das hätte man wirklich reduzieren können. Sagen wir mal auf dreimal, sagen wir mal. Ja. Also einmal, damit es kein Zufallstreffer ist. Beim zweiten Mal, um zu sehen, ja, jetzt kann derjenige das. Und zum dritten Mal, ja, um nochmal zu zeigen, dass man es kann. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon etwas nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dauert auch sehr lange. Von daher hoffe ich, dass das jetzt nicht so die ganze Minigame Cave übergeht, dass man das fünf oder sechs Mal schaffen muss. Wäre sonst ein bisschen schade. Aber naja, wir sehen das ja dann am Ende. Gut. Ich hoffe, meine Stimme klingt halbwegs normal. Ich war ja auf dem Smash-Event 3 Tage lang und da ist meine Stimme dann eigentlich immer angeschlagen. Allerdings war ich diesmal nicht so eine Organisation und von daher musste ich gar nicht so viel rumschreien. Aber ich habe natürlich trotzdem lauter reden müssen, weil, naja, so viele Leute da sind und es generell sehr laut war. Aber ja gut, ich werde vielleicht im nächsten Video ein bisschen darüber erzählen. Auch wegen dem Anschlag, der ja auch in München war, ne? Kann ich auch so ein bisschen erzählen. Aber das sehen wir dann. So. Vielleicht warte ich auch noch eine Nacht ab, bis sich meine Stimme komplett regeneriert hat. Und ja, das sehen wir dann. So. Ja, das muss ich einstampfen, das ist ganz normal. So. Ich nehme mal den Schuh mit. Jawohl. Okay. Und anscheinend brauche ich den sogar noch. Ich habe das Gefühl, ich muss genau sowas machen. Oh, muss ich das jetzt auch ewig lange machen? Okay.
Ja, dann mache ich das doch mal. Oder kann ich da mich auch an die Zwischen hier platzieren? Nee, das bringt mir gar nichts. Ja, okay, ich muss es so machen. Und ich spam jetzt einfach mal die Stampfattacke. Und hoffe, dass dann irgendwann etwas passiert. Und ich muss sogar beide Seiten abdecken, sehe ich gerade, weil da oben ist nochmal eine Bombe. Also es reicht nicht, wenn ich nur eine Seite schaffe, sondern ich muss beide Seiten schaffen. Okay. Ich weiß nicht, ob man da wirklich zielen kann oder nicht. Ja. Aber ich denke mal, mit der Spam-Attacke funktioniert das ganz gut. So. Ah, okay. Nummer 1 wäre geschafft. Komme ich da nicht schon? Nee. Okay, es sah gerade so aus, als ob ich da durchkomme. So, dann kümmere ich mich noch um die zweite Seite. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Notenblock treffen. Jawohl, perfekt. Sehr gut. Links oder rechts? Ich gehe mal links ran. Rein. Ja. Da ist eine Münze und ein One-Up. Okay. Ah, mehr ist hier nicht. So. Naja, doch. Meine Stimme ist ein bisschen anders. Ich merke es selber. Aber ist ja nicht so schlimm. Solange ich nicht rumhuste, ne? Ich muss an den Bumpern entlang, ne? Ah, da oben ist auch noch irgendwas. Komme ich da ran? Ich habe gar nicht vorher geguckt, ob ich da noch rankommen könnte. Oder ob da noch was sein könnte. Ich probiere mal oben rum zu gehen. Ja. Oder sind hier nur One-Ups? Oder Münzen sogar nur? Nee, es sind sogar nur Münzen. Ja gut, dann gehe ich den Weg, so wie er wohl gedacht war. Aber ich bin groß, das stört mich so ein klein wenig. Weil klein wäre das doch um einiges einfacher. Jo. Gab's eine Möglichkeit, mich klein werden zu lassen? Hm. Ich weiß nicht. So, oi. Okay, die Sprünge müssen sehr, sehr klein sein. Sonst schaffe ich das nicht. So. Kleiner Sprung, jawohl. Und dann sofort wieder runter. Das ist nicht einfach. Wobei, hier ist es einfacher, weil da mich der eine Bumper nicht sofort stört. Jawohl. Hier auch. Jetzt wird es wieder schwieriger. Oh je, je. So, aber das... Ja, nö. Das ging, das ging. So, und jetzt noch einmal. Jawohl. Perfekt. Und oben ist wieder nichts, oder wie? Ja gut, ich muss oben lang. Mal wieder. Oder diesmal sogar wirklich. Ah, okay, ich verstehe schon. Ich muss die Knochenbahn aktivieren. Dann mache ich das doch mal und ich dachte, ich sterbe jetzt gerade. Aber anscheinend kann man sich hier nicht quetschen lassen. Ich mache mal das hintere zuerst. Oh mein Gott, jetzt geht mir schon die Zeit aus. Das bedeutet, ich schaffe es hoffentlich noch zum Checkpoint, wenn es noch einen zweiten gibt. Weil den ersten, den habe ich ja aktiviert, ne? Jawohl. So. Einfach während das Ding runtergeht, auch runtergehen. Dann geht das eigentlich ganz gut. Aber man darf es nicht übertreiben. So. Dann schnell wieder hoch. Dann... Oh Gott, wie schaffe ich das denn? Wie soll ich das denn schaffen? Ah! Ich hasse Trampoline auf Laufbändern. So. Jawohl, perfekt. Auf den zweiten Versuch, das ist nicht schlecht. Und jetzt ist die Brücke gebaut, aber auch die muss man erstmal schaffen. So. Ja doch, das geht eigentlich. Ja. Perfekt. Und jetzt hoffe ich auf den Checkpoint. Ja, Checkpoint. Super, geil. With Eat. With Hat. Sind Block. Oder wird jetzt das verlangt, was ich denke? Ja, ja, das wird verlangt. Okay. Aber ich kann es in der Zeit nicht mehr schaffen. Von daher, ja. Werde ich jetzt fröhlich sterben. kann ich das mit einem Long Jump schaffen? Das probiere ich jetzt nochmal aus. Nee, das geht nicht. Okay. Gut, dann sterbe ich jetzt. Beziehungsweise ich... Ja, wollte mich jetzt eigentlich noch schneller umbringen. Aber, nein. Das wollte er nicht, dass ich das mache. Von daher sterbe ich jetzt. Gut, und ich bin jetzt wieder klein. Oh nein, ich bin immer noch groß. Weil es hier einen Pilz gibt. Jawohl. Okay, und dann machen wir das jetzt nochmal. Ach Gott. Beim ersten Mal hat es so gut geklappt, ne? So, einfach nur den Helm leicht links anschlagen. Und dann geht das doch. Und...
Oh je, Mini, Mini. Habe ich jetzt einen katastrophalen Fehler entdeckt? Nein, weil der Helm verschwindet hier und das so passt das dann wieder. Ansonsten hätte ich es mir verbaut, wobei ich hätte in die Tür gehen können, ja. Dann wäre es auch wieder respawned, von daher passt das schon und herrliche Scheiße. So, Helm, komm her. Ja, das ist ein Geduldsspielchen. Oh. Weil erstmal klappt es sofort und dann klappt es nicht mehr. Das ist typisch. So. Und jetzt ein Doppelter. Jawohl. Weil das war kein Doppelter, aber egal. So, und jetzt muss ich es hier nochmal schaffen. Ja, nein. Kann ich tricksen? Nee, kann ich nicht. Okay. So. Hopp, hopp. Na. So, ich will jetzt nicht, dass die Zeit nochmal abläuft. Und da war ein unsichtbarer Block, okay. Das konnte ich im Fußball auch schon nicht. Wobei man es zwar nicht mit dem Kopf machen musste, sondern mit dem Fuß. Also dieses Dandeln. So. Wah! Naja gut, ein bisschen konnte ich schon. Aber nicht so. So. Okay. Hopp, hopp. So, und doppelter. Jawohl. Perfekt. Und jetzt bin ich doch hoffentlich relativ weit. Boss, das ist eine Reset-Tür, oder? Ja. Und, oh je. Ich muss den P-Switch bekommen und der kommt erst nach einer Weile. Und, oh mein Gott. Und ich muss den Trampolinen ausweichen. So, aber die kommen ja im gleichen Takt, aber jetzt sind es 3 Stück. Und kommt tatsächlich noch 5. Ach du Heilige. Was ist das denn? So, ich hoffe, ich schaff das. Jetzt kommt aber noch ein 5. oder? Nein. Trampolin! Boah. Na gut, wäre ich jetzt noch getroffen worden, hätte ich das Trampolin, glaube ich, noch erwischen können. Puh. So, hier sind nur Münzen. Jawohl. Auf jeden Fall kommt jetzt noch ein Boss. Okay. Ach ja, und wieder so. Okay, ich muss den... Ich kann, glaube ich, hier gar nicht sterben. Ja, von daher ist das ein einfacher Boss. Okay. Und gut, dass jetzt in der Minigame-Cave nicht verlangt wurde, dass man alles 5-mal macht, wie es am Anfang eben war. Das könnte durchaus die Leute dazu bringen, das Level schon vorzeitig abzubrechen. Aber danach hat mir das Level sehr gut gefallen, wenn es denn jetzt schon zu Ende ist. Vielleicht kommt ja noch was. Und ja. Das war dann quasi die Fortsetzung der ersten Cave. Und ich fand die sogar... Ja, hier ist tatsächlich das Ziel. Oh, hier ist sogar noch was. Okay, ein Tanuki. Den nehme ich mit. Jawohl. Ja, das war eine gute Fortsetzung zur ersten Minigame Cave, die ich zwar noch nicht gespielt habe, aber ich denke mal, ihr kennt die. Und es waren neue Ideen und andere Ideen. Und das hat mir doch sehr gut gefallen. Und jawohl. Hau ich noch ein Level rein. Weiß ich nicht. Ein Stern gibt's da auf jeden Fall dafür. Ja, ich suche noch ein weiteres Level raus und bis gleich. So, dann spielen wir noch ein Level von Fräulein Hasi und hier Lulu, nämlich Buhus Mystery Play Palace. Und ja, ich wollte schon mal ein Level von Fräulein Hasi spielen, dachte aber dann, dass es von Claudia ist, beziehungsweise ich dachte, dass sie Claudia ist und von daher habe ich es gespielt und habe sie irgendwie übersehen. Ah, die hatten auch beide gleiche Namen. Von daher kann das schon mal passieren, ne? Und ich habe das Gefühl, da oben ist irgendwo eine rote Münze versteckt. Kommt hier was raus? Und sie hat mir geschrieben, dass die roten Münzen zwar ein wichtiges Element sind, aber sie hat mir nicht geschrieben, ob man die braucht oder nicht. Aber hier war keine, ne? Nee. Vielleicht am Start? Nein. Vielleicht irgendwo... Ach, da war ein Buh. Scheiße. Den habe ich komplett übersehen und das auch. Lol. Ah, okay. Hier sind keine roten Münzen. Das habe ich gesehen und... Nein, jetzt lasse ich mich wieder so billig treffen und... Jetzt kommt kein Stachelding mehr nach. Ja, vielleicht ist da auch keine rote Münze. Ich weiß es leider nicht. Das... Ach Gott. Ja, 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 ja. So. Mario, pack das Ding und geh damit weiter. So. Und lass dich nicht vor den Boos treffen und auch nicht von dem Stachi. Ja, ich warte das jetzt ab oder ich warte, bis die Boos kommen und dann springe ich einfach drüber. So. Passt das schon.
So, hier ist auch nichts. Also wenigstens eine rote Münze hätte ich schon erwartet, hier oben. Na, aber gut. Hier ist auch nichts. Aber hier muss ich anscheinend rein. Okay, dann gehen wir doch mal rein. In die gute Röhre. Wir sind nicht im selben Raum, ne? Nee. So. Und hier ist eine Herzmünze. Eine Herz-Red-Coin. Ist das ein Bonusraum jetzt oder nicht? Das ist die Frage der Fragen. Ich leg mal den Panzer ab, weil nicht, dass der mich tötet. Ach Gott, hier kommt aus jeder Röhre irgendwas raus. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja. Und ich gehe mal auf Nummer sicher und schaue, ob ich hier auch in den Raum komme. Nein, ich komme in einen anderen Raum. Okay. Ein bisschen verwirrend war das schon, ne? Aber gut, kann man mal machen. Und nochmal eine Wolke, damit man die Münze auch schön erwischt. Okay. Ne, hier komme ich nicht rein. Gut. Ich hoffe mal, dass ich alles habe. Bisher. Drei Münzen fehlen noch. Und wenn ich die letzte Münze habe, dann bin ich am Ende, hat sie gesagt. Die Frage ist, wie am Ende? Am Ziel oder mit den Nerven? Das ist die Frage der Frage. Aber das sehen wir dann gleich, ne? So. Hier kann ich eigentlich gleich drüber springen. Ja, gut. Ich hätte abwarten sollen. Ich hätte abwarten sollen. Aber nein. Der Blue, der hat keine Zeit. Der wartet nicht ab. Der rennt sofort los und... Uiuiui. Gut. Da habe ich mich doch gut mit dem Panzer geschützt. Ich sollte den Panzer öfter einfach mitnehmen. Denn der ist eigentlich ein ganz gutes Projektil, wenn man noch irgendwas abwehren will. So. Ich hoffe, das ist ein Bonusraum wieder. Ja, aber man weiß es nicht. Da war auf jeden Fall ein Checkpoint. Andererseits, der erste war ja auch ein Checkpoint, ne? Der erste Checkpoint. Ja. Woo! So. So, aber ich werde sofort wieder getroffen und nochmal eine Herzmünze. Okay. Da kommen, ja, wieder manche raus. So. Ah, da hinten ist sicherlich noch eine Münze. Oder? Und nur einen Weg zurück. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich eigentlich die letzte Münze erwischen, wenn ich am Ende bin. Dachte ich. Aber jetzt bin ich noch hier ganz am Ende. Ich habe die Schlüsseltür schon gesehen. Und, ach so. Ah, okay. Gut, dann bin ich hier. Und ich bin wirklich am Ende. Und zwar nicht nervlich, sondern mit dem Level. Das freut mich doch sehr. Und, ja. Hatte auch seine Ideen. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer BlueX2. Und, ciao.